In der Regel ist es so schwierig. Es ist jedes Mal anders eigentlich. Es gibt nicht den Satz, in der Regel ist es so. Ja, am Anfang kann ich mich erinnern, dass ich mich mit dem Wolfgang Nürnberger getroffen habe und wir uns sofort darauf geeinigt haben, dass es unverfilmbar ist. Und natürlich mit dieser Koketterie zu sagen, und darum machen wir es erst recht. Bei jedem Brennerfilm ist die besondere Herausforderung, was macht man, damit wir uns nicht wiederholen. Dass das eine gewisse Art von Schmäh ist und dass der Josef Haller die Hauptrolle spielt, sowas ist ja eh gegeben. Aber vom Genre her, was machen wir diesmal für einen Mix? Wir hoffen mit dem Drehbuch, dass wir Andock gefunden haben, aber ehrlich gesagt, wie wir angefangen haben, das Buch zum Schreiben, stößt da genau die Frage. Was soll der Film kennen, dass man sagt, das hat einen Sinn, dass man es noch einmal macht? Also irgendwas muss der Film haben, was die anderen nicht gehabt haben, und das suchst du dann von der ersten Phase an. Die Katze dreht jetzt. Es wird versucht, mit Geräuschen ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Futter funktioniert nicht mehr, sie ist schon voll gefressen. Sie hat keine Lust mehr. So wie wir alle. Aber eine Katze macht dann, was sie will. Wir fühlen uns alle jetzt wie die Katze. Alt, miert. Es gefreut uns nicht mehr, aber wir müssen trotzdem weitermachen. Eine Katze muss nicht so stark wie wir. Wir nehmen in Kauf, dass es ein bisschen anders passiert, als im Buch steht. Die Katze schreibt das Drehbuch um. Immer wenn du was schreibst, dann denkst du als einer, der schreibt, aber nicht als einer, der spricht. Darum ist es sehr oft, wenn du ein Drehbuch in der Hand hast, was von der Geschichte gut ist, gut gebaut ist, dass die Dialoge so sind, wie kein Mensch redet, sondern wie nur ein Mensch schreibt. Weil Menschen sich ja nicht, bevor sie was sagen, das überlegen, sondern das rinnt aus einer raus. Es ist immer so als Drehbuchschreiber, dass du immer für dich selber so viele Sachen drinnen stehen hast, die du wissen musst für dich, und die schreibst gleich einmal in Dialog rein und dann lest das durch nach ein paar Monaten und sagst, für was steht das drinnen? Das braucht der Zuschauer gar nicht wissen, das muss nur ich wissen. Okay. Dann sage ich, und dann ist unser Sarinen auch gestorben. Ich mag nicht, wenn du zum Sarinen. Okay. Ich kürze das von mir auf. Damals habe ich zu unserem Sarinen. Wir machen die kürzere. Immer im Not, wenn wir uns nicht einig sind, das kürzere, dass ich weggehen soll. Hat er das mir angeschafft, was? Dass ich weggehen soll. Na, Dialoge, wir dürfen sonst eh nichts mehr verändern. Sollte man nicht, zumindest sollte man nicht. Da muss ich extra in Hanusch anrufen und sagen, geht das? Ich habe aber noch nie angerufen. Gell? Obwohl ich schon mindestens die ersten zwei, drei Seiten. Beim Schreiben war am Anfang nicht die Absicht, das komisch werden zu lassen. Das ergibt sich mehr aus dem Ernst, der sozusagen per Definition in der Krimi-Handlung drinnen liegt, weil es eben um Leben und Tod geht und um Polizisten und solche seltsame Männerfiguren. Und wenn man die ernst nimmt, dann schafft man das nur eine Zeit lang, und ab einem gewissen Grad fällt einem irgendwie die Comic auf, die auch da drinnen liegt. Das war der Wind. Und dann hören wir den auch, der Winterfunkwart. Ja, bei Helmbefreiung. Weil das Schreiben ja auch etwas leicht Wahnhaftes hat, wenn man daheim sitzt als junger Mensch und sich Geschichten ausdenkt von Helden. Statt dass man sein Leben führt, habe ich mir gedacht, dort, wo das Irrenhaus steht, das ist eine gute Heimat für meinen Detektiv. Jetzt wird der Film gedreht und es ist einfach ein Ortsteil. Das ist ein hübscher Backlash eigentlich.